Weihnachten ist das Fest der Liebe. Doch für einige ist es eine Zeit des Leidens. Denn unzählige Haustiere, die erst als niedliches Weihnachtsgeschenk unter den Baum gelegt werden, werden nach den Feiertagen als ungewollter Ballast in Tierheime abgeschoben oder einfach ausgesetzt. So wird aus kurzer Freude langes Tierleid. Tiere sind keine Geschenke. Niemals. Ich finde, ein Tier gehört nicht unterm Baum, weil das ist kein Ding, es ist kein Objekt. Man sollte kein Tier verschenken, nur damit man es als Super Daddy dasteht, als Super Onkel dasteht. Aber Menschen, die es wirklich schaffen, ein Tier einfach so im Karton sich dem Schicksal zu überlassen, auch mit der Ungewissheit, wann wird es denn gefunden, das kann Tage dauern, bis da mal jemand drauf kommt, dass in diesem Karton etwas Lebendiges sein könnte. Das Erfrieren, das ist quasi vorprogrammiert. Es ist wirklich ein großes Problem, wenn Tiere verschenkt werden, weil der Beschenkte ja eine tierlebenlange Verantwortung für so ein Tier aufs Auge gedrückt bekommt. Jedes Jahr landen rund 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen, nachdem sie ausgesetzt wurden und Opfer wurden von sogenannten Impulskäufen. Dieses Drama wiederholt sich schon seit Jahrzehnten. Deswegen haben wir uns dieses Jahr eine spezielle Weihnachtsbaumaktion überlegt. Ich finde es eine prima Aktion, weil viele doch überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, dass das eigentlich gar nicht gut ist, dass man Tiere unter den Baum tut und als Geschenk verschenkt. Denn letztendlich ist man, glaube ich, durch die ganze Weihnachtsstimmung ein bisschen eingelullt, dass Tiere doch eine Gemeinschaftsentscheidung sein sollten, der ganzen Familie. Wer wirklich einen tierischen Mitbewohner bei sich zu Hause ein schönes Zuhause bieten möchte, der macht das nicht an einem Datum fest. Daher machen wir die heutige Aktion und sagen, Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum.